hoffe, dass diese Gänsehaut in dem Stück rüberkommt, dass das jeder spüren kann. Jetzt ist Gänsehaut, weil gerade irgendjemand auf der Bühne gerade über seinen Schatten springt. Maria. Ich lebe schon seit 20 Jahren hier und ich war bis jetzt immer so ein bisschen hin und her gerissen, wo bin ich zu Hause? Und dieses Stück hilft mir jetzt, diese Antwort, also eigentlich die Brücke zu schlagen. Mein Name ist Piroschka Henrichs. Ich finde, alles im Leben ist irgendwo Rhythmus. Und wenn man geht im Rhythmus, das Herz schlägt im Rhythmus, sehr, sehr, sogar die Liebe ist in einem Rhythmus. Das ganze Stück könnte auch Begegnung heißen. Sich treffen, zwei Kulturen, ungarische Traditionelle, hier, Alltag. Wenn Begegnung passiert, dann erlaubt sie, dann begegnet euch, bleibt stehen und bleibt einen Hauch länger stehen, wie euer Gefühl ist. Nämlich genau da, wo die Gänsehaut beginnt, genau da, wo du sagst, na jetzt reicht's eigentlich, jetzt gehe ich raus, mir zu viel. Monika Balognecsát ist mein Name. Szabadulnék, de nem lehet. Szabadulnék, de nem lehet. De rúzsám, hogy itt hagylak. Látod rúzsám, hogy nyergelem. Mégsem hiszed, hogy elmegyed. Szilvia Balog, aber ich werde Sisi genannt. De még százszor jó. Wir haben viel Spaß zusammen beim Tanzen, vor allem beim Tanzen. Wir sind uns vor allem durch das Tanzen sehr nahe gekommen. Wir haben uns noch nie gestritten. Und ich habe schon eine Sekunde gehabt, wo ich wirklich Angst gehabt habe vor meiner Tochter an der letzten Probe. Also sehr interessante Erfahrung ist das. Wir erzählen uns gegenseitig unsere Gefühle, wie wir uns fühlen, was wir uns wünschen. Und das versteht der andere ohne Worte. Einfach durch die Energie, die bei diesem Tanz zustande kommt. Ich glaube, was wir zu Hause nicht ausleben, das leben wir hier im Tanz aus. Ja, ich heiße Katharina Gombotz. Soll es auf Ungarisch sein? Ja. Bányai Huszár Tímea. Este jó, este jó. Ich mag singen sehr gerne. Ich habe als Kleinkind immer gesungen. Und mir gefällt es, wenn ich der Kater dieses Schlaflied singe. Este mégis jó. Was für mich total heilsam ist, ist, dass ich mich mit meinen Talenten hier einbringen kann und es gesehen wird. In mir ist es still.
Alles ist gut. Gänsehaut. Lieber Bär. Ich heiße eigentlich Isabel Major, aber jeder nennt mich Issi. Das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt für mich. Warum? Weil ich schwere Jahre hinter mir habe und mein Leben wieder in den Griff kriegen möchte. Ich richte mich auf. Ich gehe nicht mehr so geknickt. Ich gucke nicht auf den Boden, ich gucke geradeaus. Ich schaue die Leute an. Ich heiße Alessio Martone. Njolz, Kilems, Tis, Tisaret, Tisaret, Tisaret. Italien kenne ich gut, Ungarn kenne ich weniger. Und da ich interessiere mich an entweder neue Sachen zu lernen. Ich heiße Julia. Als ich 15 war, bin ich das erste Mal auf ein ungarisches Tanzhaus gegangen. Und die Musik hat mich einfach so in Bann gezogen. Und ich habe dort ein stärkeres Heimatgefühl als in der bayerischen Folklore. Kauf dir einen bunten Luftballon und mit etwas Fantasie fliegst du in das Land der Illusion und bist glücklich wie noch nie. Der glücklichste Moment ist für mich, wenn ich irgendwie das Publikum auch in der Tiefe erreiche. Das ist keine Verstandessache. Es ist etwas, was man fühlt und sagt, ich weiß nicht genau, was mir gefallen hat. Mich hat es berührt. Und da geht es mir nicht um unbedingt die freudvollen oder traurigen Momente, sondern vielleicht die Echtheit der Darsteller, die berühren soll. Weil jeder dieser Darsteller musste an einem bestimmten Moment über seinen eigenen Schatten springen. Und das war Gänsehaut. Einfach bewegen! Tanze, wenn du nicht weißt! Lösung.